Guten Tag, liebe Kinofreunde. Dies hier ist, wie heißt er, Ludwig van Beethoven, ganz eindeutig. So eine Büste hätte ich gern auch von Alain Delon. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der in dem nun folgenden Film überhaupt mitmacht. Er war noch damals sehr jung. Die Hauptdarstellerin Jean Marot ist eine Frau, die auch in den späteren Jahren auch immer noch Schau gespielt hat, also nicht zu vergleichen mit irgendwelchen, hier sagen wir mal, Deutschland sucht den Superstar Karrieren. Nein, Jean Marot hat bis ins etwas höhere Alter natürlich noch Filme gedreht und war einfach eine klasse Frau, ungefähr, ja, wie hier in Deutschland Annemarie Renger. Aber es war eine Schauspielerin. Der Film, ich sag mal den französischen Titel, Ascenseur pour le Chafaud. Fahrstuhl zum Schafott. Musik Miles Davis. Deshalb habe ich den Film mir damals angeschaut. Und ich glaube, das war 1964 oder wann war das? Nein, noch eher. 1958. Das muss man sich mal vorstellen. Von Louis Malle. Louis Malle. Toller Film, schwarz-weiß natürlich und jede Menge Spannung und auch Tristesse. Film noir. Viel Spaß.